Hit the Beat ist ein Tanzworkout und ich kann nicht tanzen und deswegen komme ich nicht in die Kurse. Oh mein Gott, wenn ich das schon höre, kriege ich richtig, richtig schlechte Laune. In diesem Video erfährst du, wieso Hit the Beat alles andere ist, aber kein Tanzworkout, okay? Also, let's go. Mein Name ist Peter Sowinski und ich bin der Gründer von Hit the Beat und heute erzähle ich dir etwas zu diesem Konzept. Vor allem aber in Bezug auf, es ist kein Tanzworkout. Nummer 1. Wieso ist es kein Tanzworkout? Weil ich kein Tänzer bin. Wie kann jemand wie ich, der es gehasst hat zu tanzen, ein Workout zu kreieren, wo man tanzt? Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ja, ich war Breakdancer, aber ich sehe mich eher als Künstler, als eine sehr kreative Person, die es eher geschafft hat, die akrobatischen Dinge so neu zu interpretieren und zu kreieren, dass ich mir dadurch einen Namen in der Tanzszene gemacht habe. Also hier seht ihr kurz in den Videos, was ich hauptsächlich gemacht habe und ich bin mir sicher, die meisten von euch, die an Tanzen denken, die haben eher so etwas, was du jetzt siehst, im Kopf, wenn es um Thema Tanzen geht und wie du siehst, da sind Welten zwischen. Ich habe, wie gesagt, Tanzen wirklich gar nicht gemocht. Ich konnte ganz am Anfang noch nicht mal mich zur Musik bewegen, das habe ich erst später gelernt. Und es gibt doch schon so viele Tanzworkouts. Ja, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber bei mir war der Anspruch so groß, etwas anderes zu kreieren und da wollte ich nicht das nächste Tanzworkout kreieren. Auf keinen Fall. Ich wollte mich von diesen anderen Konzepten unterscheiden. Mir war es wichtig, bei Hit the Beat ein Workout zu kreieren, das ganzheitlich ist und nicht so ein Tanzworkout, wenn dir das gefällt und du tanzen liebst, ich habe gar nichts dagegen, aber ein Workout für mich bedeutet, dass die Beine brennen, die Schultern brennen, der Oberkörper brennt, dass der Körper wirklich auch merkt, ich habe was geleistet, ich bin über mich hinausgewachsen. Nicht nur schwitzen, nicht nur sich bewegen wie beim Tanzen, sondern die Muskeln sollen brennen. Ja, mein Ziel ist das, dass du dich körperlich mit Hit the Beat weiterentwickelst, nicht einfach die nächste Tanzchoreografie lernst. Also wenn du denkst, dass Hit the Beat ein Tanzworkout ist, dann hast du etwas nicht verstanden. Ich hoffe, das hat dir schon mal den ersten Einblick gegeben, wieso es auf keinen Fall ein Tanzworkout ist. Was es aber ist, und ich sage immer gerne, Killing Beats with Fitness Moves, und zwar die Bewegung, die ich kreiert habe, ja, die macht man zu Musik. Aber die Musik ist so einfach strukturiert mit 100 BPM, also 100 Beats pro Minute, dass das auch langsam umsetzbar ist. Also es gibt keine komplizierten Abfolgen. Man kann die Schritte sogar jeden zweiten Beat machen bei mir im Workout, weil ich gewährleisten möchte, dass dieses Workout für jeden Teilnehmer nachmachbar ist. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Leute in der ersten Stunde schon keine Erfolgserlebnisse haben. Ja, und ich habe selber auch viele Workouts besucht, wie zum Beispiel Zumba, wo das so schnell abläuft alles, auch Strong bei Zumba, wo die Musik so schnell ist, wo ich bin kein Tänzer, aber ich bin extrem fit, nicht mal mitgekommen bin. Und wenn ich schon nicht mitkomme, dann will ich doch nicht ein Workout auf den Markt bringen, wo andere wiederum nicht mitkommen. Ja, deswegen ist das Workout so konzipiert, nicht so wie andere Zumba- oder Tanz-Workouts, wo man sich komplizierte, komplexe Choreografien merken muss, was ja aus Trainersicht schon Katastrophe ist, wo man sich sau viel Zeit verliert und dann auch nochmal für die Teilnehmer sehr viel Zeit kostet, diese zu lernen, vor allem, wenn neue Teilnehmer in den Kurs kommen. Und das wollte ich vermeiden und deswegen habe ich das Workout so aufgebaut, dass man die Plank-Übung, die Übung aus dem Squat heraus, aus der Rückenlage heraus, aus dem L-Sit heraus zur Musik macht und es fühlt sich wie Tanzen an. Aber ich würde nie im Leben behaupten, dass es ein Tanzworkout ist. Ja, es ist ein vielfältiges, energiegeladenes Workout, das extrem viel Spaß macht, dich geistig und körperlich fordert und deinen ganzen Körper beansprucht. Und die Musik, ja, das ist das Tool, was ich mit reingenommen habe, damit du an deine Grenzen gehen kannst, damit du den Schmerz auch mal vergisst, dass du ihn nicht die ganze Zeit spürst, weil du mit der Musik bist. Die Intervalle sind so aufgebaut, dass sie eben von der Musik unterstützt werden und mit dem Beat noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt gehst und somit an deine Grenzen kommst.
Und falls du schon Trainer bist, schreib gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst. Ist es ein Tanzworkout, ja, wie andere Workouts, oder ist es wirklich was ganz anderes? Hat das was mit Tanz zu tun oder nicht? Dann können die Leute, die kein Trainer sind, ja, und das geht auch an die Leute, die Hit the Beat mal ausprobieren, können die Kommentare werden euch auf jeden Fall Mut geben, dass wenn ihr keine Tänzer seid, dass ihr erstens Trainer werden könnt oder Trainerin oder eben es bei uns in der App ausprobieren könnt. Und das findet ihr alles in der Beschreibung. Dort findet ihr einen Link für eine Trainerbewerbung, wenn ihr auch Hit the Beat Trainer werden wollt. Oder eben einen Link zur App, wo ihr das Ganze einfach ausprobieren könnt, um zu schauen, ob es das Workout ist, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Ich freue mich auf dich. Lass ein Abo da. Schau dir unbedingt auch gerne die anderen Videos an. Da findest du Workouts und andere Erfahrungsberichte. Und bis dahin, dir eine geile Zeit. Let's go! 5, 6, 7, 8.